Heute möchte ich das Question and Answer Video machen. Viele haben mir leider nicht geschrieben, aber zwei oder drei haben Fragen gestellt. Die möchte ich euch gerne beantworten. Und danach würde ich gerne nochmal mit euch über meine neuen Pläne reden. Und ja. Also erstmal von Rennmausliebe. Bist du vegetarisch oder vegan? Ich war mal 2 Jahre lang Vegetarierin. Veganerin könnte ich niemals sein. Ich brauche einfach meine Eier. Schäm. Aber ja, vegetarisch war ich 2 Jahre lang, aber seit letztes Jahr nicht mehr wirklich. Ja, ich habe es halt einfach nicht ausgehalten. Aber ich würde es gerne mal wieder werden. Also irgendwann werde ich sicherlich mal wieder Vegetarierin werden, vielleicht sogar Veganerin, aber jetzt noch nicht. Ich suche mal kurz mein Video bei Gewinner. Hey. Ja, hier. Ja. Jan Wölfle. Das wollte ich jetzt einfach mal mit reinnehmen. Wow, wie alt bist du? Warum machst du die YouTube? Und wenn keiner anguckt. Ja, nur ein paar. Aber saß ich ist so, geh arbeiten, soll nicht böse klingen, aber geh arbeiten, okay. Ja, ich habe dir schon geantwortet, aber ich würde es halt gerne nochmal machen. Wie alt ich bin, ich werde in 2 Wochen, 3 Wochen, 21, also ich bin 20. Gehe arbeiten, ich mache eine Ausbildung, also ich sitze nicht nur zu Hause rum und was weiß ich, sondern ich gehe arbeiten, also mache meine Ausbildung und ja, zur sozialpädagogischen Assistentin und ja. Und nur weil es nur ein paar gucken, das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich mache die Videos am meisten eigentlich für mich selbst, also ja. Da. BAG. Fragen. Wie viele Tiere hast du? 2 Hunde, 4 Kaninchen, 2 Frettchen. Ab morgen sind es 4 Frettchen, wir kriegen nämlich noch 2. Juhu. Ein Hahn, ein Huhn. Ja, 10 Tiere und ein Aquarium mit 6 Barschen und ganz vielen Wälzen. Namen: Schoko, Grace, die beiden Hunde, die Kaninchen, Schlappi, Creamy, Fritzi, Flocke. Die Frettchen, Chess und Lara. Die neuen weiß ich gerade nicht. Luna? Nein, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber ich habe sie ja noch nicht. Die Hühner haben keine Namen und auch die Fische nicht. Wie bist du zu ihnen gekommen? Ja, wie bin ich zu ihnen gekommen? Hunde. Also mein Freund steht auf Wasserhunde und darum, mir war es echt egal, welche Rasse. Hauptsache die Sonderrasse, die wirklich nur Power braucht. Ja. Und dann haben wir halt Tierschutzverein und haben halt die beiden bekommen. Kaninchen. Meine Molly ist ja gestorben und davor wollten wir eigentlich sie noch mit anderen Kaninchen vergesellschaften, bekamen da 2. Dann wurde Molly aber so schwer krank, also konnten wir da keine reinsetzen. Und dann kamen halt immer ein paar mehr Kaninchen. Frettchen, ich wollte eigentlich Garnelen haben, hatte ich auch mal. Und mein Freund wollte dann auch welche haben. Also, andere Tiere für sich. So kam ich zu den Frettchen. Er hatte die Auswahl. Er konnte halt entscheiden. Und Barsche, ja, wir wollten eigentlich Schildkröten haben, haben darum ein großes Aquarium gesucht. Dann fanden wir Schildkröten doch langweilig und dann haben wir uns informiert und haben da halt Barsche reingesetzt und Welse wegen Putzfische. Und Hühner, sein Bruder hat immer genervt mit holt doch Hühner, holt doch Hühner. Dann ist meine Tante hier umgezogen, die konnten die Hühner nicht mehr behalten, also den Huhn und das Haar.
das Huhn und den Hahn. Und ja, dann ja, haben wir sie übernommen. Und nächstes Jahr kommen dann halt noch ein paar Hühner mehr dazu. Also diesen Monat, nächsten Monat so ungefähr. Wie alt warst du, als du dein erstes Tier bekommen hast? 0. Wir hatten schon immer einen Wellensittich. Ja, ich weiß, Einzelhaltung ist nicht gut. Weiß ich jetzt auch. Wusste ich früher natürlich nicht. Aber mein erstes richtiges Tier, also was nur mir gehörte, war Flecky, mein Meerschweinchen, das ich mit 10, 8, ich glaube mit 8 bekommen habe. 7 oder 8. Ja. Was arbeitest du? Ich mache eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin. Wem fütterst du was? Puh. Die Hunde bekommen Trockenfutter, Kaninchen bekommen Frischfutter und zwischendurch eine Trockenfuttermischung, aber die mache ich selber. Hühner bekommen alles Mögliche, aber am meisten weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Ja, auch so ist die Trockenfutter für Hühner. Frettchen bekommen Fleisch und Trockenfutter. Barsche bekommen normales Barschfutter und einmal die Woche Lebenfutter. Und die Welse bekommen Tabs, so kleine Tabs. Ja. Monatskosten? Keine Ahnung. Ich glaube für die Hunde 60 Euro. Plus dann noch so zwischendurch mein Knochen oder dieses oder jenes. Für die Kaninchen wöchentlich vielleicht 12 Euro. Für die Hühner, da haben wir jetzt so einen großen Sack gekauft, dann brauchen wir lange nichts mehr. Vielleicht alle 3-4 Monate 10 Euro und dann halt immer noch so ein Eierschalen und Kartoffeln und was weiß ich, alles, was man so über hat. Ne? Frettchen mögen nicht so gerne Fleisch, also kaufen wir auch sehr selten Fleisch für die. Aber zwischendurch haben wir Katzenfutter. Das Trockenfutter kostet vielleicht im Monat 15 Euro. Fische, da kommen wir auch lange mit so einem Teilchen aus. Also alles zusammen weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Habe ich noch nie wirklich ausgerechnet. Warum drehst du Videos für YouTube? Weil es mir einfach nur Spaß bringt. Ich liebe es, vor der Kamera oder vor auf der Bühne zu stehen und habe darum was anderes gesucht außer Theater, weil ich mal Theater gespielt habe. Und dann dachte ich mir, warum machst du nicht einfach mal Videos, statt immer nur zu gucken? Und ich hatte halt Lust dazu. Und auch wenn es nur wenige gucken, finde ich es einfach nur toll irgendwie. Also ich mag es und es ist immer so eine schöne Erinnerung für mich. Und zwischendurch erreicht man auch welche damit. Und diese Rückmeldung finde ich dann auch immer ganz gut. Ja, ansonsten waren da keine Fragen mehr. Aber dann würde ich einfach gerne, ja, mal meine Pläne für dieses Jahr erzählen. Denn es steht jetzt fest, ich werde eine kleine Pflegestelle, Notstation, was auch immer, für Meerschweinchen aufmachen. Also, wir haben hinten, das zeige ich euch auch nochmal in einem anderen Video, also wie wir uns das vorstellen im Garten und sowas, das kann ich euch vielleicht morgen mal zeigen oder nächste Woche. Und zwar reißen wir die Hütte ab und das Gewächshaus, weil da tun wir eh nichts rein. So, dann tun wir nur eine Mini-Hütte nur hin und da ist halt noch ganz viel Platz. Und dann haben wir ja für unsere Hühner eine neue Voliere bestellt. Ja, weil die selbstgebaute, die kann ich euch auch mal zeigen, die ist nicht wirklich toll. Die ist total unsicher und alles. Darum haben wir einfach eine neue bestellt und auch richtig aus Alu wie die von den Kaninchen. So, und da aber zwei immer dann versandkostenfrei sind, er liefert die ja immer, haben wir gesagt, bevor wir jetzt irgendwie nächstes Jahr oder so noch eine bestellen, kaufen wir direkt eine wieder mit. Und die wird dann auch 12 Quadratmeter groß sein und stellen wir dahin, wo die Hütte war. Also, zeige ich euch. Und
wir haben uns erst überlegt, was könnte man da rein tun. Und ja, dann habe ich aber gesagt, ich möchte immer schon wieder Meerschweinchen haben. Ich liebe Meerschweinchen, ich finde die so toll. Und dieses Quieken, und ich vermisse es einfach von früher. Und ja, ich hatte ja schon Meerschweinchen. Und dann hat mein Freund mir zugestimmt. Und jetzt habe ich mir einen Verein gesucht, oder naja, was heißt Verein? Ich habe jemanden gesucht, mit dem ich kooperieren kann. Und dann habe ich die Meerschweinchen Nothilfe Hamburg. Warte, ich muss euch den richtigen Namen sagen. Sonst welche waren sie? Ich glaube, die Meerschweinchen Nothilfe Hamburg. Meerschweinchen Nothilfe Hamburg. Kann ich euch ja mal die Homepage in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall, da habe ich auf diese Seite geguckt und ja, dann habe ich das gesehen, dass die halt immer, dass es Privatpersonen sind, die noch kein richtiger Verein sind und die zusammenarbeiten und die kooperieren. Dann habe ich die mal angeschrieben, ob es denn möglich wäre, da mitzumachen, und dann kam eine Antwort und ich soll doch mal auf die Facebook-Gruppe gehen. Und ja, da bin ich jetzt und ich habe beschlossen, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, ich mache halt nur eine kleine Pflegestelle. Ich werde halt kleinen Quarantänebereich, wo nur ein, zwei Meerschweinchen rein können. Und die anderen werde ich dann da rein tun. Also ich habe 12 Quadratmeter dann für die draußen Platz, plus ein, zwei Quarantäne-Käfige, sagen wir mal so. Und ja, ich finde es eigentlich ganz toll. Ich kann meinen Traum verwirklichen, ich kann Meerschweinchen halten, ich kann aber auch gleichzeitig helfen. Weil ich wollte dann, ja, wenn schon, dann würde ich gerne halt helfen. Und ja, das ist halt mein Plan, jetzt mit der Meerschweinchen Nothilfe Hamburg zusammenzuarbeiten. Und ja, selber Pflegestelle zu werden für Tiere, die hier im Umkreis oder in Hamburg oder Schleswig-Holstein einen Platz brauchen, Platz benötigen, aus irgendwelchen Lebensumständen, wo sie nicht mehr gerecht werden, recht artgerecht gehalten werden können, rauskommen. Und ja, ich biete aber halt nur Außenhaltung an, weil Innenhaltung, mein Freund möchte halt keine Tiere außer die Hunde und die Fische mehr drin haben. Aber irgendwann kriege ich meine Mäuse. Ja, gut. Also ich wollte euch eigentlich nur erzählen, dass ich jetzt halt dieses Jahr eine Meerschweinchen-Nothilfe machen möchte, Notpflegestelle machen möchte. Und ich hoffe halt, dass ihr mich da vielleicht ein bisschen unterstützt. Einfach mir vielleicht auch Tipps gibt und sowas. Und vielleicht auch später, ich mache ja dann auch eine Homepage für sie. Oder dass ihr jetzt auch schon die Meerschweinchen-Nothilfe einfach mal teilt. Und also es ist wirklich, das sind wirklich ganz liebe Menschen und die wirklich alles für die Tiere tun. Und ja. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit denen und ich hoffe, euch gefällt mein Plan. Ja, Rattenliebhaberin, für dich habe ich dein Paket schon fertig. Das werde ich am Dienstag losschicken. Morgen, übermorgen schaffe ich das nicht, aber am Dienstag. So, und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns. Hören und sterben uns. Bis dann. Tschüss. Thank you.